Der spirituelle Name Gananatha. Gananatha ist ein spiritueller Name für Aspiranten mit Ganesha-Mantra. Denn Gananatha ist auch ein Beiname von Ganesha. Gananatha heißt der Herr über alle guten Kräfte. Gana sind die guten Kräfte, sind die Diener von Shiva und die Engelswesen. Gananatha soll heißen, dass Ganesha alle guten Kräfte hat. Wenn du den Namen Gananatha hast, dann soll es heißen, verehre Gott, verehre Ganesha. Und dann wirst du alles andere auch bekommen. So ähnlich, wie es ja auch Jesus im Neuen Testament gesagt hat, kümmere dich zuerst um das Königreich Gottes, dann wird dir alles andere auch zufallen. In diesem Sinne, wende dich an Gott und du kannst auch Gott bitten und sagen, bitte lass mich in Hingabe zu dir entflammen. Ich möchte alles dir widmen und dir alles Gute tun. Lass auch mich selbst zu einem Gana werden, jemand, durch den du wirken kannst. Und ich will mir immer bewusst sein, dass alle guten Kräfte von dir kommen. Und das, was auch immer Schönes in der Welt ist, auch von dir kommt. Und lass mich auch erkennen, dass hinter dem scheinbar nicht so Schönen auch dort deine Kraft, deine Energie, deine Weisheit wirkt.